Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Rayman Origins. Und schaut euch das mal an. Ja, alle Lums und alle Goldpokale. Ich hab's nochmal gemacht. Deswegen sollten wir jetzt auch hier einen schönen Pokal oben haben. Und so ist es auch. Das heißt, uns fehlt jetzt nur noch der letzte Pokal von der letzten Welt und dann sind wir fertig mit diesem ganz großen Gemälde. Also eigentlich ist ja wie Gemälde Inception. Gemälde in einem Gemälde in einem Gemälde. Aber ja, dann haben wir das endlich hinter uns. Und naja, was soll ich sagen? Der eine Kleinling, der mir noch gefehlt hat, der war ganz leicht eigentlich. Man muss nur ein bisschen erkunden und dann findet man ihn schon. Ist auch wirklich nicht schwer gewesen, also es war wirklich mein Fehler. Aber ich habe was zu den Lums zu sagen. Währenddessen können wir eh noch, weil ich habe letztes Mal vergessen, die Kuscheltiere zu zeigen. Aber ich habe was wirklich zu den Lums zu sagen. Oh, schön, da haben wir auch voll. Schön und gut, wenn man jetzt denkt, ja komm, die Lums, ich meine, es ist ein ansteigender Schwierigkeitsgrad. Das heißt, die Lums sollten auch nicht mehr so einfach zu bekommen sein. Völlig verständlich, aber was ich nicht in Ordnung finde, ist, wenn man in einem Level, das wirklich sich auf den Endboss eines Gemäldes fokussiert, die Lums so perfekt macht, dass man wirklich nur... Ich meine, ich habe nämlich... Also man macht da wirklich zur Frustration fast schon. Ich war... Wir schauen jetzt mal. So. Ich habe jetzt 25. Das gibt mir 25. Das heißt, eine solche Goldmünze gibt mir 25 Lums. Ich habe wirklich in diesem Level alle Lums eingesammelt, die es gab. Alle Gegner besiegt, alle Münzen gesammelt, sogar halt alle Lums auf Lila eingesammelt, damit es halt wirklich alle sind, die es gab. Und wisst ihr, auf wie viel ich kam? Nicht wie bei anderen Leveln irgendwie extrem weit drüber, sondern 319. Und ihr wisst ja, beim letzten Mal habe ich schon gesagt, ja, das hängt vielleicht von der Münze ab. Und wirklich, wenn man diese Münzen nämlich nicht einsammelt, hat man gerade mal 6 Lums zu wenig. Und ich finde einfach in einem Level, das sowieso schon hektisch ist und wo man dann wieder extrem viele Lums nervig einsammeln muss, langsam, wenn man stirbt durch diese komischen Seeschlangen, die einen ja am Anfang verfolgt haben, dann muss man nochmal am Anfang anfangen und das ist einfach nervig. Besonders, weil es halt wirklich so ist, dass diese Münze nicht mal irgendwie einfach zu bekommen ist, sondern man muss wirklich irgendwie auf einen Stein springen, wo man eigentlich durch muss, während man ja noch gejagt wird, und dann muss man noch schaffen, dahin zu springen. Ich finde es nicht so richtig in Ordnung. Ja, da fehlt uns auch noch ein Lums. Und da fehlen uns sogar noch 2. Aber das ist uns jetzt alles egal. Wir spielen das Level Schieß auf die Sterne. Ist da hinten einer drin? Nö. Okay, dann fliegen wir los. Oh, wir werden angegriffen, glaub ich. Wow. Also, sehr einfach ist das Level bisher nicht, aber in so einem Level, wo es ja nicht um die Lungs geht, ist der noch in Ordnung. Was ich halt nicht mag, ist, wenn es, also in so einem Level, wo es eigentlich eher auch um die Lungs gehen kann, ist der in Ordnung. Aber was ich halt nicht in Ordnung finde, ist halt wirklich, wenn in einem Level, wo es um einen Boss geht. Okay, und jetzt können wir gerade nochmal starten, weil da muss man perfekten Schuss machen.
Ja, und da wurden wir nochmal getroffen. Ich glaube, da wurden wir auch das letzte Mal schon getroffen. Aber ich möchte halt einfach nicht. Ich finde halt ein bisschen traurig, wie jetzt Rayman Legends oder halt auch Origins, ist ja eigentlich eher Origins, wie das jetzt langsam eher so ein Perfekt-Spiel wird. Halt wirklich da, wo man alles perfekt machen muss, im ersten Versuch. Und das ist halt Rayman Legends bzw. Origins einfach nicht. Ich meine, das war's auch nicht. Ich finde es halt einfach ein bisschen traurig, diese plötzlich zu denken, dass man das Spiel nicht schwieriger machen kann, ohne das zu machen. Ja. Weil es gibt doch noch andere Möglichkeiten, ein Spiel schwieriger zu machen, ohne jetzt so etwas zu machen. Aber ja, wir kommen in eine immer kältere Gegend. Das merkt man schon. Oh, da sind wir auch nur knapp durchgekommen. Ich mag es aber auch nicht, wie man immer so irgendwie so an die Wände schießen muss, um irgendwas zu aktivieren. Ich meine, darum, das passt irgendwie, das passt schon rein, aber wenn man so noch alles, wenn es das Scrolling ist, ist es eher viel hektisch, viel zu hektisch, finde ich. Ja, und hier ist noch die zweite Fliege. Nein, Fliege ist auch da, aber der zweite Kleinling haben wir Gott sei Dank auch bekommen. Und ich glaube, jetzt hat es auch gespeichert. Oh, und gibt es wieder so einen Flugboss? Ah, nee. Wir werden gejagt von ganz vielen ferngesteuerten Raketen. Und so eine Art Boss. Okay, wir müssen anscheinend, während wir da die ganze Zeit gejagt werden, alles abschießen, was der so hat. Um ihn dann, ja, zum Abstürzen zu bringen. Ja, anscheinend diesmal ist der Propeller das Ziel. Und wow, da kommen verdammt viele Raketen. Das ist wirklich, und die sind ja alle noch homing, also. Die zielen alle noch auf uns. Es ist ein Wunder, okay, ich wurde jetzt von so einer Fliege getroffen, aber es ist ein Wunder, dass ich noch nicht von den eigentlichen Feinden von diesen Raketen getroffen wurde. Ich frage mich, muss ich jetzt überhaupt auf den Propeller zählen oder? Ich ziel einfach mal darauf, wo ich überall kann. Anscheinend war es das schon. Anscheinend musste ich gar nicht, konnte ich den gar nicht besiegen. Vielleicht kann man es doch. Und es war einfach so, dass es optional war. Falls ihr es wisst, könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Aber ja, ich denke jetzt einfach mal, dass man vielleicht den besiegen konnte. Keine Ahnung. Ja, und hier sind wir beim letzten Rubbellos. Nee, wait. Wir haben ja noch ein paar Level. Oh, Panik. Das passt ja. Und wow, das ist unser erster Baum, der ganz fertig ist. Der Froschbaum ist noch nicht fertig. Bei dem fehlen uns nämlich noch zwei. Da fehlen uns noch drei. Einer. Drei. Und noch zwei. Also insgesamt fehlen uns noch 11 nur noch. Ja, 11 solche Rubbellose. Sollten wir schon noch hinbekommen.
Aber ja. Da kommen wir jetzt zum, glaube ich, letzten Level aus. Es gibt noch irgendein geheimes Level. Davon gehe ich aber nicht aus. Ja, wir haben halt einfach jetzt noch hier die Mutter aller Albträume. Oh. Ja, so sieht sie auch aus. Da ist der erste Kleinling schon. Oh Gott. Okay, was müssen wir da machen? Okay. Netter Kampf. Ich muss sagen, wenigstens sind sie hier nicht so gemein mit den Kleinlingen bisher. Ah, und wir müssen jetzt die Augen aushauen. Jetzt ist sie blind. Wow. Ah, Mist. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen gemein, dass es so plötzlich kam. Aber bisher ist der Kampf, obwohl es ja, glaube ich, der Endboss ist, ziemlich fair, finde ich. Also, er hat eine Schwierigkeit, aber er ist zu schaffen. Wisst ihr, die Moves sind eigentlich nicht vorhersehbar, aber halt erkennbar. Wisst ihr? Ich meine, okay, das ist jetzt ein bisschen, naja, frustrierend, aber ich muss sagen, dafür, dass es der Endboss ist, finde ich ihn in Ordnung. Ja. Okay, der Hit war jetzt vielleicht nicht gerade nötig. Ich glaube, jetzt zeigt sie ihre Schwachstelle. Nee. Erst nachdem sie einmal mit diesem Armband rumgeschwungen hat. Ich muss sagen, das ist vielleicht jetzt nicht so ganz nett, aber es ist machbar, finde ich. Es ist alles machbar. Ich meine, ihr seht, ich war bei meinem ersten Versuch eigentlich schon zur zweiten Schwachstelle angekommen. Und das ist ja nicht üblich bei mir und bei mir mit diesen Bossen. Ja. So, jetzt taucht sie den Arm einmal in die Lava, nochmal in die Lava. Jetzt schwingt sie ihre Kette und jetzt ist, glaube ich, der Zeitpunkt, genau. Oh Gott. Das muss ich sagen, ist jetzt ein bisschen mies. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen mies. Dass der zweite, oder halt der letzte Kleinling, zwar ist der letzte, das heißt, wir müssen uns danach nicht mehr um die kümmern, aber dass der letzte Kleinling bei ihrer Schwachstelle auftaucht, ist so, ja, wie man es halt findet. Ich finde es jetzt nicht ganz so fair. Ja, jetzt verhakt sich wieder. Ach, und man darf auch nicht ihre Finger so berühren. Nochmal in die Lava. Dann schwingt sie dort ihre scharfe Kette.
Und jetzt? So. Okay. War's das schon? Nee, oder? Doch. Die hatte nur... Okay, nein, das war ja sogar die dritte Schwachstelle, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Das war auf jeden Fall ein viel zu kurzer Kampf für ein Ende. Ich muss sagen, ich bin ja froh drüber. Ich meine... Ja. Ja, ich habe die Welt von Albträumen befreit. Ich meine, ich bin froh drüber, dass das jetzt nicht ganz so schwer war. Aber es passt irgendwie nicht als allerletztes Level, oder? Ich meine, es war ein bisschen... Das war verdammt kurz. Und waren es überhaupt 3 Schwachpunkte? Ja, schon, aber der letzte Schwachpunkt kam ja eigentlich, nachdem er den zweiten Grab geschlagen hat. Naja, vielleicht war halt da die Herausforderung, ob man es schafft, den Lums in einen Kleinling zu bekommen und die Schwachstelle gleichzeitig. Vielleicht war das halt ein bisschen eine Herausforderung. Und hey, wieder ganz viel Lums. Aber, naja. Ich finde, es ist nicht ganz so... Ich bin froh. Wie gesagt, ich bin froh. Wir haben nochmal 2 Plüschtiere. Nämlich einen von da, der noch da ist verfüllt. Und hey, wie ich mal mich gefragt habe, ob das alles gescriptet ist. Nein, man kann auch mal einen König-Ding zuerst voll machen, bevor man die anderen voll macht. Cool. Jetzt fehlen es ja nur noch 9. Nee, warte. Doch, 9, eben. Habe ich mir kurz verzählt. Ich dachte schon, was ist denn da jetzt los? Ja, also es war ja jetzt cool. Oh, da fehlen mir jetzt, fehlen mir auch noch und wir haben noch heimgesuchte Level. Oh Gott, wir haben ja noch viel zu machen. Ja. Das war's aber jetzt erstmal mit dem Level oder mit dem Part. Ja, ja, ich weiß, dass man noch mehr Kleinlinge retten kann. Aber das war's jetzt erstmal mit dem Part. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao.